Liebe Zeitberichte-TV-Zuseher, wir sind heute zur Neueröffnung der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf eingeladen. Ein neues Veranstaltungskonzept für die Bettfedernfabrik wird an diesem Abend vorgestellt. Zu diesem Konzept wurde mit Magister Sabine Hauger und Harry Diem, also zwei Event-Profis, ins Team geholt. Was für ein Konzept das ist, darüber gibt uns Magister Sabine Hauger Auskunft. Ja, unter All-Inclusive stellt man sich eigentlich einen Urlaub vor, gell? Aber in dem Fall bieten wir sozusagen einen Kurzurlaub den Besuchern, und zwar All-Inclusive Cabaret heißt, dass man mit der Eintrittskarte nicht nur die Vorstellung des Künstlers oder Konzert des Musikers besuchen kann, sondern man hat ein Buffet dabei, man hat die Garderobe dabei, sind die Parkplätze dabei, und beim Heimgehen gibt es eine kleine Überraschung. Das Einzige, was man extra zahlen muss, sind die Getränke. Ansonsten ist All-Inclusive an dem Abend. Und durch das Programm des Abends führte die charmante Susanne Menigstor. Den Anfang machte Chris Lohner mit ein paar lustigen Geschichten aus ihrer Zeit, als der ORF noch Ansagerinnen hatte. Heute fragen Sie mich nicht, ich habe jedenfalls gesagt, meine Damen und Herren, FS1 hat das Programm beendet, ich verabschiede mich, auf Ihnen gute Nacht. Also willkommen im Bett und im Himmelbett. Sehr viel geladene Gäste sowie auch die Bürgermeisterin Natascha Matusek waren zur Premiere der Neueröffnung in der Bettfedernfabrik im Bett anwesend. Ist es eine Neubelebung der Bettfedernfabrik, weil sie in letzter Zeit ein bisschen still drum worden ist, einmalig oder wiederkehrend? Neu insofern, ja, weil Cabaret, Sie haben recht, ist der erste Versuch, dass wir in so zeitnahen Abständen namhafte Künstler bei uns im Haus haben. Dauerhaft wäre der Wunsch. So wie heute sich der Saal fühlt, sehe ich dem auch jetzt kein Problem entgegen. Ja. Der Kabarettist und ehemalige Religionslehrer Stefan Haider gab ein paar Einblicke in den Unterricht mit seinen ehemaligen Schülern. Weißt du, aber in der Schule natürlich sehr schnell lernst, das ist nur, weil du vorn stehst. Nur weil du irgendwas erzählst, das heißt ja noch lange nicht, dass das irgendwen interessiert. Also da machst du die lustigsten Erfahrungen. Zur Unterhaltung und Begrüßung der geladenen Gäste spielten die Jazzphoniker. Und gleichzeitig zeigte man, was man sich alles unter All-Inklusive Kabarett vorstellen muss. Regisseur und Produzent Dani Bellens besuchte mit der Hauptdarstellerin Jennifer Blank-Bean diesen Event. Natürlich haben wir auch sie zu dieser Veranstaltung befragt. Ja, also ganz gut, wir sind gerade erst gekommen. Wir kennen natürlich die Bettfederfabrik, weil wir auch schon hier gedreht haben in Oberwaltersdorf und auch hier in dieser Lokalität. Es ist wunderschön. Ich hoffe, dass Sie wirklich viel Erfolg haben mit der Neuauflage. Drei leibliche Schwestern, die Dornrosen, waren eines der Highlights an diesem Abend. Mit Musik, Gesang und Witz gelang ihnen ein wunderbarer Auftritt. Tanz mit mir, alter Knacker, tanz mit mir. Die Comedy-Hirten, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, brachten ihre Stimmparodien zum Besten. Die Parodie von Sebastian Kurz war sehr gut gelungen und ein Spaß für die Zuschauer. Da muss man auch wirklich unterscheiden, sind Menschen dabei, die dringend wieder was zum Lachen brauchen? Da sage ich, gut, wirklich, habt einen schönen Abend und viel Vergnügen, aber es kommen natürlich auch Menschen her, die wirklich mit ihrer Zeit nichts Besseres anzufangen müssen. Den Abschluss der Veranstaltung machte Viktor Gernot mit Ausschnitten seines Kabarettprogramms, in denen er mit Comedy und Gesang den Saal zu Beifallsstürmen animierte. Vor allem seine Parodie von Otto Schenk gefiel dem Publikum sehr gut. Wohin? Zur Milchabteilung? Versteh dich nicht. Zur Milchabteilung, Herr Professor. Nein, zuerst möchte ich Fleisch hören. Geht zur Fleischtheke, sieht, wenn eine junge Mutter mit Kinderwagen sich der Fleischtheke näher sagt, da geht sie da weg mit ihrem Balk. Ich stehe hier schon seit Stunden. Und mit diesen schönen Bildern verabschiedet sich nun das Zeitberichte-TV-Team. Auf Wiedersehen. Wir haben